Mein bester Albert, was haben wir? Oh Gott, was schnuckelig und süß. Oh, das ist aber wirklich hübsch. Das könnte aus einem Märchen sein, ne? Finde ich auch, ja. Sehr schön. Bitteschön. Oh, die junge Dame sieht auch aus, als wäre sie aus einem Märchen, die Hauptdarstellerin. Dankeschön. Schönen guten Tag. Moin, ich bin Anna. Moin, Anna. Das ist der Albert Mayer. Hallo. Und ich bin der Horst. Anna, wenn da Moin vorkommt, kommst du aus Norddeutschland? Ja, nicht ursprünglich, aber ich wohne seit 10 Jahren in Bremen. In Bremen, das ist eine schöne Stadt. Ich finde Bremen wirklich schön. Vor allen Dingen steht Bremen immer noch so ein bisschen im Schatten von Hamburg. Ich finde, man kann gar nicht genug dafür tun, dass Bremen selbstständiger wahrgenommen wird. Was machst du so in deinem Leben? Ich bin Sozialarbeiterin. Das ist ein Jugendamt. Vernünftiger Job. Ja. Im Jugendamt? Mhm, ja. Das heißt, du erlebst relativ viel. Ja, ich war jetzt gerade 2,5 Jahre raus, weil ich meinen Master gemacht habe. Es fängt jetzt wieder an und ich bin gespannt, was ich dann so erlebe. Ja, also du brauchst einen guten Ausgleich, das heißt ein gutes, gesundes Zuhause, dann ist schon mal viel geschafft. Hast du Hobbys, Ausgleich? Ja, ich mache gerne Yoga, ich lese viel, ich bin gern draußen in der Natur unterwegs. Was machst du, dieses klassische Yoga? Es gibt verschiedene Arten, also es gibt entspannendes Yoga, aber auch energetischeres Yoga. Ich mache das jetzt seit 1 Jahr, aber... Was machst du davon? Beides. Beides? Kombination, je nachdem, ob ich mehr Bewegung möchte oder Entspannung brauche. Ist ja sehr anstrengend, wenn man es richtig macht. Ja, ne? Das ist anstrengender, als man denkt. Ja. Wo hast du denn diesen Grashüpfer her? Den haben wir beim Ausräumen des Hauses meiner Oma auf ihrer Fensterbank gefunden. Vorher nie gesehen. Genau. Sie ist letztes Jahr verstorben und dann haben wir halt den Haushalt aufgelöst. Und sie hat immer Porzellan geliebt. Und dann haben wir dieses kleine Figürchen entdeckt. Also, das ist aber auch bildhübsch. Ja, wir fanden es alle nicht so bildhübsch, dass wir es behalten wollten. Deshalb bin ich heute hier. Ich finde es wirklich hübsch. Wisst ihr, was schön ist? Dass es, wenn es da auf dem Fenstersims stand, nicht beschädigt ist. Mhm. Das wäre nämlich sehr empfindlich, diese kleine Figur. Ja. Und jetzt kommen natürlich die Pluspunkte für Ihre Heuschrecke. Ja. Ihre Heuschrecke ist hier. Haben Sie es gesehen? Nee, ich habe es nicht gesehen. Hier ist es signiert. Ah, ja, doch, das habe ich, gesehen. Ich dachte, das wäre eine Beschädigung. Oder Nein. Hier ist signiert mit A. Kassmann. Und A. Kassmann ist ein deutscher Bildhauer und Porzellanmodelleur. 1886 in Berlin geboren und 1968 gestorben. Und er hat über 40 solche verschiedene Figuren für die Firma Rosenthal produziert. Hier unten ist die Marke der Firma Rosenthal. Und Rosenthal hat für jedes Jahr der Produktion eine eigene Marke gehabt. Mhm. Und hier unten ist ein kleiner Punkt zwischen den beiden Schwertern drin. Und da kann man genau feststellen, die Ausformung dieser Figur wurde 1928 gemacht. Da wurde sie produziert. Mhm. Aber das Modell von Kassmann ist etwas älter, stammt aus dem Jahre 1916. Mhm. Stell's wieder hin. Ja. Weil ich sehe die so gerne stehen, weißt du. Und jetzt ist natürlich wunderschön, dieser Putto rücklings sitzend auf dieser Heuschrecke mit Unterglasur, mit Pastellfarbtönen bemalt, was ihn sehr dezent macht, was die ganze Situation zurücknimmt. Und das ist schon gut gemacht, lieber Horst. Ja, ne? Und ich würde auch nicht sagen, das ist ein Narbe, sondern das ist ein Putto. Mhm. Ja, würde ich auch sagen. Also ich weiß jetzt nur nicht, wo dieses Motiv herkommt. Jetzt kann man natürlich sagen, es könnte ein Märchen sein. Es kann aber auch einfach nur sein, dass man gespielt hat mit den Tieren und den Puttos. Also der Künstler hat eine ganze Serie gemacht von dem. Also auch Schlangen, andere Tiere. Mhm. Und ja, ist dafür sehr berühmt worden. Du hast anfänglich schon erwähnt, Beschädigungen hast du keine gefunden. Überhaupt nichts. Zustand ist perfekt. Mhm. Kein Abrieb, nichts, die Horst. Ja, also praktisch wie aus dem Laden und ist halt gut gepflegt worden. Ja, hat sie von uns Kindern versteckt. Ja, selbstverständlich. Also wenn ich jetzt aufgepasst habe, was ich eigentlich immer tue, dann wissen wir, wer es gemacht hat, wer es entworfen hat, wann es gemacht worden ist. Wir wissen den Zustand, wir wissen eigentlich so rundherum fast alles, außer euren Wunschpreis. Ja, weil wir 6 Enkel sind, hatte ich so 120 Euro im Kopf, weil das ganz gut teilbar ist. Teilbar schon, aber auch realistisch? Mein lieber Olbert, ja? Porzellansammler sterben zwar hier und da ein wenig, aber vielmehr lichten sich etwas. Ich weiß, aber solche kleinen Porzellanfiguren,
das ist nach wie vor gut verkäuflich. Mhm. Da kommt es natürlich auch auf das Motiv drauf an. Das Motiv ist einfach, wie es mir Licht auch gefällt, mir gefällt es auch. Deswegen ist mein Preis 180 bis 250 Euro. Oh, super. Lässt sich besser teilen. Ja, 180 Euro. Ja, 240. Auch 240. Ja, ne? Genau, aber es waren 250 sogar. Das sind ja 10 für dich nochmal, weil du extra gekommen bist. So, aber jetzt musst du natürlich knallhart verhandeln. Mhm. Drüben sitzen zwei bezaubernde Händlerinnen und ein paar sensationelle Händler. Mhm. Und ich habe nachgeguckt heute, als sie ankamen. Die haben ordentlich Kohle mit. Da musst du knallhart verhandeln. Bitte schön. Dankeschön. Da geht's rüber in den Händlerraum. Vielen Dank. Und viele Grüße an den Rest der Familie. Dankeschön, alles Gute. Tschüss. Ich habe mir bis jetzt keine Strategie überlegt. Ich hoffe einfach, dass die Figur für sich spricht. Geschmäcker sind ja verschieden, aber ich hoffe, dass sie den Geschmack der Händler anspricht und ja, dass das von alleine läuft. Anna lässt alles auf sich zukommen. Eine oft erfolgreiche Vorgehensweise. Auch diesmal. Hallo, die Dame. Schönen guten Hallo. Tag. Hallo. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Entzückend, was Sie mitgebracht haben. Ja, eine kleine Figur von Rosenthal, wurde Kaßmann. Von Kaßmann entworfen. Genau, 1916 war der Entwurf und 1928 wurde sie hergestellt. Okay. Wunderschön. Also solch einen Schlitten hätte ich auch gerne gehabt. Das ist dann Art Deco-Zeit. Es ist im sehr guten Zustand. Es ist auch Porzellan, muss man festhalten, weil es gibt auch Keramiken, die ähnlich aussehen, aber das ist Porzellan. Patinell bemalt, also es ist im sehr guten Zustand. Und solche Figuren gibt es häufig, aber auch andere Darstellungen. Ich kenne eines mit einer Schnecke zum Beispiel oder lauter so lustige Dinge. 50 ist mein Start. 100 von mir. 110. 120. 130. 140. 150. Der Kaßmann hat für viele verschiedene Manufakturen gearbeitet. Mhm. Und das war schon ein Star zur damaligen Zeit, muss man sagen. Auch von Meißen? Meißen glaube ich nicht, nein. Aber Bronzen gab es auch, glaube ich, von ihm. Mhm. Schon ein guter Name. Und es ist ja signiert im Sockel oder in der Blinde, wie man sagt. Ja, genau, an der Seite steht ja der Name. 160. Ich mache nicht mehr weiter. Ich finde es süß, 170. 180. Läuft. Gehst du noch höher? Ich mache noch 190. Ach. Zu einladend, die 190. 200. Aber ich glaube, jetzt zahlen wir schon sehr gut. Gehst du noch? Ich glaube auch, wir zahlen sehr gut. Ja. Ja. Aber es ist, wie du schon sagst, es ist entzückend und es ist einfach goldig. Deshalb sage ich und deshalb mache ich einen ganz kleinen Schritt und sage 205, nur um dich zu ärgern. Also es ist ja eigentlich nicht goldig, es ist ja grünlich. Ja. Und grün ist die Farbe der Hoffnung. Mhm. Und die Farbe des Propheten. Jetzt steige ich aus. Sind Sie zufrieden mit 205? 210 wären schön, weil dann kann man es durch 6 teilen. Wir sind 6 Enkel, dann könnte man es gut teilen. An 5 Euro sollst du wirklich nicht scheitern. Also machen wir 210. Ja, super. Schön. Wunderbar. Danke. Doch, das kann man durch 6 teilen. Ja, kann man durch 6 teilen. Ne? Guck mal, nicht, dass ich mich jetzt verrechnet habe. Das ist doch schon sehr gut. So. Ich bedanke mich ganz herzlich. Vielen Dank, viel Spaß daran. Dankeschön. Bitte schön, die Dame. Ja, vielen Dank. Schönen Tag für Sie. Dankeschön, gleichfalls. Adieu. Tschüss. Tschüss. Ja, ein sehr schönes Stück hast du da gekauft. Ja, schön teuer, aber schön. Schön, teuer und schön. Ja, ich werde meine Schwestern anrufen, meine Cousins anrufen oder eine WhatsApp schreiben. Und die werden sich bestimmt freuen. Wir werden was Schönes zusammen unternehmen. Und ja, da freue ich mich drauf.